Tag, Herr Sommerfeld. Guten Tag. Wir sind jetzt hier gerade wo? Was machen Sie hier? Wir sind hier in der Tuscomit Halle Aasten. Dort sind wir gerade dabei, eine Reptilienbörse auszurichten. Für die, ich sag mal, ein oder anderen Haustiere. Mhm. Sie sagten ein oder anderen Haustiere. Was gibt es hier bei Ihnen? Es fängt bei kleinen Geckos an und kann aber auch bei größeren Tieren wie zum Beispiel Schlangen oder größere Echsenarten enden. Das ist je nachdem, was man für einen Geschmack hat. Das heißt, wenn man jetzt noch Interesse hat, kann man heute bei Ihnen hier vorbeikommen auf der Reptilienbörse in Aasten. Können Sie noch mal erzählen, von wann bis wann man hier vorbeikommen kann und was Sie hier bieten sozusagen? Also der Besucherstrom, der ist von 10 bis 15 Uhr. Und man kann alles hier haben, was das Terroristikherz begehrt. Das fängt so bei kleinen Glühbirnen an. Und endet auch bei Spezialbestellungen von Terroristikartikeln, wie zum Beispiel Terrarien. Mhm. Herr Sommerfeld, hier neben uns sind schon die ersten Exemplare. Können Sie ganz kurz was dazu sagen? Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine kleine Auswahl zum Beispiel von Chamäleonarten, von Schlangenarten, Boa Constrictor Imperator zum Beispiel. Die gibt es in verschiedenen Farbmotivationen. Das sind alles Zuchtexemplare, unter anderem auch Schildkröten. Ja, aber der Trend läuft gerade eher zu unseren europäischen Echsen, wie zum Beispiel den europäischen Laubfrosch. Ja, Sie sagten jetzt eben hier zu den Schlangen. Ist es denn gefährlich, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte eine Schlange als Haustier halten? Gefährlich ist es nur dann, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat. Wir empfehlen natürlich jeden, sich vorab schon mal zu informieren, bei dem Züchter seines Vertrauens sich noch weitere Fragen beantworten zu lassen, weil es steht ja nicht alles in den Lehrbüchern. Und wenn man immer mit ordentlich hantiert, immer so gewisse Sachen wie Händewaschen vor dem Tier benutzt, dann passiert eigentlich nichts. Mhm. Und Sie sagten eben, es geht eher auf die heimischen Arten hinaus. Haben Sie die jetzt hier auch? Einige haben hier die Vertreter, zum Beispiel europäische Smaragdeidechsen. Die fangen ja an von Deutschland bis nach Spanien. Ist man zu haben, oder Zauneneidechsen sind momentan sehr gefragt. Die sind natürlich auch anhanggeschützt, das heißt vom Aussterben bedroht. Man muss Papiere dafür führen. Jedes Bundesland hat das ein bisschen anders, aber in der Regel sind sie nachweispflichtig. Und natürlich auch mit Zuchtbuch etc., das volle Programm. Können Sie uns so ein bisschen hier mal über Ihre Messe führen, über die Reptilienbörse, was Sie hier alles so ausgestellt haben? Das kann ich gerne machen. Okay, dann. Also der größte Teil und der größte interessante Teil sind natürlich immer die Tiere an sich. Das ist der Hauptmerk von den meisten Besuchern. Natürlich bekommt man auch alles drumherum, wenn man jetzt bei den Bepflanzungen angeht, vom Futter, Inneneinrichtung, Kork etc. Das alles findet man zum Beispiel auch hier, Glühlampen, ja, oder Beregnungsanlagen, da gibt es Hülle und Fülle, Einrichtungsgegenstände wie Pflanzen, Humus, Kokos, alles, was man sich so halt vorstellen kann, um es so naturnah wie möglich ranzukriegen. Und jetzt, Sie sagten auch, Sie haben hier jede Menge Echsentiere und so. Wie woher kommen die Züchter? Sind das jetzt nur Bremer oder? Also der meiste Teil kommt hier aus Bremen oder Umgebung. Deswegen sind wir auch hier und da vertreten. Aber in der Regel sind die eher bundesweit vertreten. Ja. Weil gute Züchter sind natürlich schwierig zu finden. Und wir organisieren das immer so, dass wir nicht jeden x-beliebigen hier haben. Also wir kennen unsere Leute, wir können da sagen, der macht es ordentlich und den nehmen wir auch gerne wieder ran. Weil dann weiß der Käufer auch, nach 10 Jahren, ich kann mich bei dem melden und der kriegt noch weitere Auskünfte über das Tier. Mhm. Zum Beispiel, wenn ein Problem mit einer Schlange kommt, mit der Häutung zum Beispiel, irgendein Problem ist aufgetreten, dann sind die Züchter immer vor Ort und können sagen, dann musst du so und so warten, vielleicht hier noch einen Vaseline-Trick. Irgendein Kniff und Trick haben die immer, die Lehrbücher noch nicht drin stehen haben. Sie hier fragt gerade einen User, ob wir dem mal eine Vogelspinne zeigen können. Haben Sie auch Vogelspinnen hier? Ja, wenn Sie mir einfach mal nach hinten folgen würden. Da habe ich jemanden Privatzüchter mit Vogelspinnen. Wir haben auch gerade das DeAgri hier. Das ist ein bundesweiter Vogelspinnenverein, kann man sagen. Und da ist man auch ziemlich gut bewandert. Selbst ich habe mich in meinen Anfängerzeiten, als ich mir meine erste Vogelspinne gegönnt habe, mich an die gewandt, um den einen oder anderen Trick nochmal herauszufinden. Und ich muss sagen, die sind echt Gold wert. Und warum haben Sie jetzt keine Hunde oder Katzen als Haustiere, sondern Reptilien? Ich habe sogar noch einen Hund als Haustier. Das aber eher als Zufall, muss ich gestehen. Den haben wir aus dem Tierheim geholt, weil er uns halt so angeguckt hat. Und was die Reptilien angeht, es ist eine völlig andere Art des Haustieres. Also man kann einfach einen Hund mit einer Schlange niemals vergleichen. Zu sehen, wie eine Schlange lebt, ist etwas völlig anderes, als wenn man mit einem Hund Gassi geht.
Natürlich kann man mit seinem Hund schmusen, das kann man mit einer Schlange nicht machen. Eine Schlange ist ein Terrarientier und sollte auch im Terrarium verbleiben. Außer man musste vielleicht größere Sachen wechseln. Dann nimmt man natürlich zur Vorsicht raus. Aber sonst ist ein Terrariumtier völlig anders zu behandeln als Säugetier. Und ja. Wo sind die Vogelspinnen jetzt? Da zum Beispiel. Ah, da bin ich mal gespannt. Ups, entschuldige. Einmal reingucken. Damit die sogenannten Spiderlinge. Ganz kleine Tierchen. Ja. Jetzt sagen natürlich einige, wie kann das sein, dass wir solche Tiere in den Dingern halten? Es ist einfach sicherer, Tiere da drin zu behalten. Wir können sie da definitiv füttern, ohne dass sie verhungert, was wir in einer größeren Box gar nicht gewährleisten könnten. Und je nachdem, wie groß das Tier wird, wächst natürlich auch das Drumherum mit. Und haben Sie auch hier größere Exemplare? Da brauchen Sie nur einfach mal in den sogenannten Heimchendosen zu schauen. Ja. Da haben wir zum Beispiel dann noch größere Exemplare. Das sind die. Ja. Gibt es bei den Vogelspinnen noch Unterschiede? Natürlich, das ist wie bei uns. Es gibt asiatische Tiere, afrikanische Tiere. Ja. Und dann gibt es halt auch so Farbunterschiede. So wie hier zum Beispiel ist eine schöne Geniculata, also eine Weißkniespinne. Macht ihr Namen alle Ehre. Haben hier jetzt gerade gefragt, ob Sie auch eine kubanische Vogelspinne haben? Habt ihr eine kubanische hier? Nein. Ja. Die gibt's nicht. Nein. Das Schöne an den Tieren ist zum Beispiel, die häuten sich ja auch und dann bleibt sowas über. Ja? Das würden Sie zum Beispiel meinen Hund niemals erleben. Und wenn Ihr Hund das macht, dann haben Sie ein echtes Problem. Ja, spannend. Ah, hier, jetzt bewegt sich gerade die Spinne. Wenn wir die jetzt ausbüchst, muss ich Angst haben, dass mir irgendwas passiert, wenn ich die wieder einfange? Gar nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemals von einer Spinne gebissen werden, ist so ziemlich bei null. Erstmal würde sie drohen. Als allererstes würde sie abhauen, weil wir sind größer als sie und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie fressen würden, ist ziemlich hoch. In Brasilien werden ja sogar Vogelspinnen teilweise gegessen. Ja. Also es gibt zwar einige Arten, die sind echte Miststücke, aber das weiß man auch, das ist auch definitiv dann auch kein Anfängertier. Und selbst die Erfahrensten würden niemals so blöd sein, und eine Hand dann da reinzustecken. Es gibt sogar Vogelspinnenart, die kann man problemlos auf die Hand nehmen. Okay, aber die haben Sie jetzt heute nicht hier? Nein. Nein, also auf der Börse würden wir sowieso keine Tiere auf die Hand nehmen. Ne? Weil auch eine Vogelspinne ist unglaublich schnell, wenn es um Futter geht. Ja, und haben Sie auch eine Goliath-Spinne, wird jetzt gefragt. Jetzt sind die User ganz nach Spinnen interessiert. Ja, die Goliath-Spinne. Das ist zum Beispiel dieses Mischstück, was ich gerade angesprochen habe. Ja, also die habe ich hier noch nicht gesehen, die Blondie. Das ist der lateinische Name, Terrasondi Blondi. Okay. Gesehen habe ich sie nicht. Ab und zu ist sie mal auf der Börse vertreten, aber meistens wird sie nur noch von Züchter direkt vor Ort abgenommen. Okay, jetzt wollen wir mal von den... Ja, Sie haben Glück, wir haben eine da. Ja, dann können... Wie bitte? Erste Fresshaut? Ach, eine ganz kleine noch. Okay, noch eine ganz kleine. Dann können Sie mir vielleicht noch mal, wenn wir jetzt von den Spinnen wieder weggehen, ein paar Geckos zeigen oder Schlangen. Haben Sie noch größere Schlangen da? Ja, ich müsste gerade mal überlegen, wo wir längs könnten. Ich würde da einfach in die Richtung gehen. Da haben wir ein paar größere Exemplare. Natürlich noch nicht komplett ausgewachsen. Da haben wir zum Beispiel auch Wirbellose, wie man gerade sieht. Ah, wir gucken mal hin. Zum Beispiel eine Gottesanbeterin, sehr leicht zu halten, hatte ich auch schon. Es klingt vielleicht ein bisschen doof, man kann sich sogar zeitlich sehr gut darauf begrenzen, weil die meisten sterben nach meistens 13 Monaten. Aber es ist unglaublich interessant, wie eine Gottesanbeterin zum Beispiel jagt. Das muss man einfach mal erlebt haben. Das ist ein sogenanntes wandelndes Blatt, oder? Das wandelnde Blatt. Das wandelnde Blatt. Und das werden auch zum Teil echte Kavenzmänner. Und jetzt wird gerade noch mal gefragt, wo ist die Halle genau? Wo findet die Reptilienbörse jetzt statt? Das ist in der TUS Comet Asten. Jetzt bin ich in der Hamburger Straße. Muss ich selber mal gucken, weil sonst habe ich die Hamburger Adresse gleich wieder drauf. Und dann ist noch die Frage, ob eine Vogelspinne hier wirklich nur 33 Euro kostet. Das ist unterschiedlich, das kommt auf das Tier an sich an. 33 Euro ist noch ziemlich günstig, muss ich gestehen. Es gibt sie wesentlich hochpreisiger.
Ja? Also, das ist in der Egon-Kehler-Straße 31. Okay, also falls man noch vorbeikommen will, in der Egon-Kehler-Straße 30 in Bremen-Arsten. Genau. So, wir gehen nochmal weiter. Hier haben wir zum Beispiel... Achso, hier. Ja, das sind auch ziemliche Farbzuchten. Das sind sogenannte Königspüten, in Fachkreisen auch einfach nur Köpis genannt. Mhm. Und sind die gefährlich jetzt? Nein, es kommt darauf an, was Sie unter gefährlich verstehen. Wenn ich Sie natürlich ärgere, Sie piesacke, mit einem Feuerzeug quäle, ja natürlich wird sie mich dann beißen. Man darf nicht vergessen, es ist ein Wildtier und Wildtiere können beißen, genauso wie es ein Hund tut. Wenn ich den ärgere und den zu blöd komme, werde ich auch von dem gebissen. Aber wie gesagt, wenn man mit ganz normalen Haltungsbedingungen arbeitet, sich regelmäßig die Hände wäscht und dann erst das Tier hantiert, dann hat man auch keinen Geruch von einem anderen Tier dran, was eventuell mit einem Futtertier verwechselt werden könnte. Aber es ist ohne Probleme, ich könnte das jetzt hier aufmachen mit der Zustimmung von ihr und das Tier rausnehmen. Was ich natürlich nicht mache, weil der Stressfaktor zu hoch wäre. Mhm. Ja, Sie sehen ja auch, wie das hier in Anführungsstrichen eingekettet ist, zum Schutz der Tiere auch. Ja. Ja. So. Weil wir legen großen Wert darauf. Hier haben wir zum Beispiel die größeren Vertreter, also schon die etwas älteren. Auch das sind Farbmorphen, die man zum Teil so extra hingezüchtet hat. Das heißt, da werden die Farben sozusagen, die es so sonst nicht gibt, gezüchtet. Also ich sage es mal ganz trocken, in der Natur hätten diese Tiere keine Chance. In der Natur kommen die auch mal so vor, wie das beim Albino ist. Es passiert einfach mal, aber in der Natur ist natürlich die Überlebenschance ziemlich gering dann. In Menschenhand ist das einfach eine schöne Sache. Es ist Geschmackssache. Ich persönlich habe ein nominates Tier zu Hause, das heißt also wildfarbend, wie es sich von der Natur halt ausgedacht hat. Aber es gibt halt Leute, die möchten da eher ein Albino haben. Also diese gelbe Variante. Also diese gelben, die sind Albinos. Weil Albinos, denkt man ja, die sind normalerweise weiß, ne? Es kommt auf das Tier an. Die meisten Albinos sind sogar gelb gehalten und nicht weiß. Okay, jetzt wird hier noch weiter nach Tieren gefragt. Haben Sie eine Königsmamba hier, nein, eine Königskobra oder eine schwarze Mamba? Das sind alles Gifttiere und Gifttiere in dem Sinne von tödlich giftig werden es niemals auf meiner Börse geben. Okay, das heißt, Sie achten da auch schon drauf, dass Sie jetzt hier keine Tiere haben, die andere Menschen hier töten könnten. Genau, es ist ja so, wir arbeiten immer im Dialog mit den Veterinärsämtern vor Ort. Wir holen uns die Erlaubnis, wir schicken Listen hin. Natürlich kenne auch ich nicht alle Tiere. Und manchmal fällt der Dame was auf, manchmal fällt mir was auf und dann wird das sofort unterbunden. Es ist natürlich so, es gibt Leute mit Allergien. Ja, sag ich jetzt einfach mal. Und wenn jemand gegen die Brennhaare einer Vogelspinne allergisch reagiert, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn es uns erwischt, die nicht allergisch darauf reagieren. Aber das ist bei einem Bienenstock genau dasselbe Spiel. Ja, jetzt hier gibt es noch ganz viele Terrarien. Da gehen wir mal etwas schneller vorbei. Ach, hier sind auch noch... Ja, das sind zum Beispiel Köpis in Naturfarm. So eine habe ich... Genau, so eine habe ich zum Beispiel auch zu Hause. Ja. Jetzt mögen Sie vielleicht denken, das sieht nicht schön aus, aber theoretisch braucht das Tier einen Schuhkarton nur, weil in der freien Wildbahn leben sie sogar in Mauselöchern. Erst fressen sie den Bewohner und dann leben sie noch da drin, bis natürlich diese Größe übersteigt und sie suchen sich ein größeres Loch. Mhm. Ein Facebook-Nutzer fragt uns gerade, wie lange ihr hier heute noch aufhabt. Wir haben bis 15 Uhr auf, aber in der Regel ist der Besucherstrom um 14 Uhr abgeflaut, dass wir dann langsam anfangen, auch zum Schutz der Tiere einzuräumen. Aber solange die Besucherströme hier durchfliehen, hören wir natürlich auf. Aber spätestens 15 Uhr ist bei uns vorbei. Okay, und das liegt nicht daran, dass Sie keine Lust mehr haben, sondern dass Sie auch Auflagen haben, ne? Unter anderem Auflagen, aber von Anfang an haben wir gesagt, 15 Uhr Schluss. Die Tiere müssen wieder nach Hause, die müssen wieder zur Ruhe kommen, weil wir brauchen uns auch nichts vorzumachen. Jede Art von Börse ist Stress. Ob es nun eine Hundebörse ist, ob es jetzt eine Reptilienbörse ist. Ja? Sie sehen, die Tiere sind natürlich ganz ruhig. Alles gut, weil wir sie dementsprechend schützen. Sie sehen es ja mit dicken Gläsern drauf oder wie bei der anderen Kollegin mit sogenannten Displays. Aber man kann nicht alles verhindern und deswegen sagen wir, um 15 Uhr ist Schluss. Einige Leute haben ja auch noch eine weite Heimreise und wir müssen einfach an das Wohl denken. Ja, was jetzt den Lampen und Konsorten angeht, da können wir bis 20 Uhr auflassen, das ist ja gar kein Thema. Der Lampe ist das völlig egal. Ja? Aber den Tieren, weil wir halt die schützen wollen, ist ab einer gewissen Zeit vorbei. Oh, hier sieht man Skorpione, ne? Ja. Und der Stachel, der kann ja tödlich sein, ne? Völlig falsch. Nee? Sie gucken genauso wie ich viel zu viel Filme. Natürlich hat er einen Stachel, aber wird ein Teufel tun, uns damit diese Giftproduktion. Also jeder Skorpion ist giftig,
aber man unterscheidet zwischen minder giftig und tödlich giftig. Es gibt Skorpione, die sind so giftig, dass sie uns natürlich umhauen würden. Aber wie gesagt, die würden sie hier nicht finden. Eine einfache Faustregel sagt, je dicker und kräftiger die Schere ist, so wie in diesem Falle, desto harmloser ist das Gift. Das Gift soll ja auch letztendlich nur das Beutetier erlegen, was selbst das nicht gemacht wird, weil die kräftigen Zangen die Tiere festhalten und quasi zerquetschen. Ja. Haben Sie auch Tiere, die die Farben ändern? Ich habe zu Hause 2 Chamäleons. Mhm, und die ändern auch, wenn sie vor anderem Hintergrund sind, dann ihre Farben, oder wie? Machen sie unter anderem auch, aber die Tiere, die wir haben nur Nachzuchten zu Hause, die sind eigentlich eher normal gefärbt. Die färben sich bei uns nur noch richtig schön bunt, wenn sie sich paaren wollen. Mhm. Und hier haben Sie jetzt aber gerade keine? Wir hatten da vorne, ja, als wir angefangen haben mit dem Interview, da waren ein paar Chamäleons und die sind aber in ihren Naturfarben grün belassen. Die würden sich auch eher ändern, wenn sie jetzt wieder im Terrarium sind oder sich paaren wollen. Dann werden sie richtig knallbunt. Aber wenn man sie jetzt hinter einem pinken Hintergrund stellt, werden sie jetzt nicht wirklich pink. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen hier bisher? Fehlt noch was, was wir uns noch angucken können? Naja, also ich persönlich bin zum Beispiel in Terrarienfreunde Hamburg mitvertreten. Der hat da einen Stand. Und dort sind wir natürlich darauf aus, gerade die Europäer nachzuzüchten. Da kommen wir doch noch mal vorbei. Die haben sie zwar jetzt nicht hier vor Ort, aber momentan machen wir die europäischen Laubfrösche, weil die auch ziemlich gefährdet sind. Ein Teil wird wieder ausgesetzt, um natürlich der Arterhaltung zu dienen. Und der andere Teil wird verkauft, um natürlich auch die Kosten wieder reinzubekommen. Weil es gibt gewisse Tiere, die sind sehr kostenintensiv, gerade was der Strom angeht. Und da müssen wir das auch immer wieder reinbekommen. Ja. Also viele denken, es wird sich hier eine goldene Nase verdient. Das ist gar nicht so richtig. Also klar, man verdient ein bisschen was dran, man will ja auch was davon haben, aber eigentlich verkaufen wir hier nicht wirklich Tiere, sondern tauschen sie eher untereinander, weil wir einfach Freude an den Tieren haben. Ja, wo ist der Stand denn? Hier vorne ist der Stand. Hier zum Beispiel bin ich auch Mitglied. Ja. Ja. Auch Nachzuchten, Köpis. Ja. Ja. Eine andere Dame hat hier Rotkehl-Anolis nachgezüchtet. Das heißt, das sind ja Mini-Echsen. Ja, das sind Nachzuchten, die sind ganz frisch. Die sind in 8/16 sind sie gerade mal geschlüpft. Das heißt, ein Monat alt, die Echsen. Ein Monat alt, die sind futterfest und sind damit abgabefertig. Das Problem ist, wir können... Was heißt das auf Normaldeutsch sozusagen? Also abgabefertig versteht man darum, die Tiere sind gesund. Meistens sind sie beim Arzt gewesen. Das ist aber unterschiedlich von Züchter zu Züchter. Und sie sind definitiv futterfest. Es gibt Tiere, die sind nicht futterfest und dann werden sie auch nicht abgegeben. Ja, und jetzt hier, ich dachte, es wäre eine Reptilienbörse. Ja. Jetzt gibt es hier auch Mäuse. Ja, man muss es natürlich ganz trocken sagen. In dem Fall ist es Futter. Es gibt einige Herrschaften, die nehmen sich das als Haustier mit nach Hause. Aber sie haben hier so viele Schlangen gesehen und Schlangen essen nun mal Kleinstnager. In dem Falle Mäuse zum Beispiel. Mhm. Ja. Dann, wie ich hier sehe in unserem Live-Beitrag, haben sich einige Leute nochmal angekündigt, jetzt gleich vorbeikommen zu wollen. Erstmal danke ich Ihnen hier recht herzlich für die aufschlussreichen Erklärungen. Und erstmal vielen Dank und noch viel Spaß hier auf der Reptilienbörse in Bremen-Arsten. Dankeschön, auch einen schönen Tag.